Sind sie so gut, wie wir vermuten, Melly und Lia? Schön, dass wir jetzt wieder loslegen mit Top Dog Germany, Staffel Nummer 4, Melly und Lia. Und Melly haben wir kennengelernt bei Ninja Warrior Germany als sehr ehrgeizige Athletin. Sie startet mit 2 Jokern, mehr dazu später. Ja, und wie fokussiert die da gerade? Enge Bindung, sehen wir ganz schon direkt. Spannend. Die Hürden, überhaupt kein Problem. Jetzt geht's auf diese Eisschollen. Also, das ist das erste Duo bei Top Dog Germany 2024. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, sie hat sich für den Weg untenrum entschieden. Die beiden kommen also mit 2 Jokern im Gepäck an das nächste neue Hindernis. Ja, und apropos Gepäck. 3 Taschen muss Lia hier vom Kofferband runterziehen. Gehen wir wieder runter. Ja, und wenn ich mir das hier so anschaue, dann werden wir vielleicht schon gleich erleben, was genau es mit diesen beiden Jokern auf sich hat. Denn schaffen Lia und Melanie es nicht, innerhalb der 35 Sekunden die 3 Taschen vom Band zu ziehen, müssen sie den ersten Joker einsetzen, um weiterhin im Rennen zu bleiben. Ich kann nicht aufspringen. Ich hab drin hier. Nein. Guck mal, das da. Nimm's? Ja, hier. Deine Zeit ist um. Du kannst 3 Taschen nehmen, sie auf den Gepäckwagen packen. Der erste Joker ist weg. Jetzt dürfen beide also nur noch einmal patzen. Bleib. So, und Jan Diesner, wie wir das aus den Vorjahren kennen, auch in diesem Jahr wieder begleitend und sicherlich auch unterstützend und ein bisschen helfend an der Seite der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Super. Und vor allem der Hunde. Ah, perfekt. Also das klappt schon mal hervorragend. Das ist, ja, das geht einfach so in Richtung Apportieren so ein bisschen. Perfekt. Ne? 100 Punkte, die sind locker erreicht und weiter geht's. Wir sind bei gut 1,5 Minuten, jetzt geht es ab durchs Bällebad. So, das macht sie auch super. Kein Shorty mit 47 cm Schulterhöhe, auch in diesem Jahr wieder die Shorty-Regel, aber 40 cm kleiner. Boah. Und kleiner, besser gesagt. Aber das funktioniert sehr, sehr gut zwischen den beiden. Ne? Also klar, dieses eine Hindernis da, unser Gepäckband. War nicht so deren, aber sonst bis hierhin alle anderen. Muss die Lia erstmal zur Seite räumen und ja, bums. Und dann sind wir so bei 2,10 circa für unsere erste Teilnehmerin hier, Melly und Lia. 2,08,95. Der Auftakt ist gemacht bei Top Dog Germany Staffel 4.